Hallo und willkommen, meine Freunde, zu The Division 2, einer ganz entspannten Runde, mit ein bisschen Looten, mit einem bisschen Aufräumen. Ja, mal schauen, wo die Reise hier noch hingeht. Wir testen gerade so all die Waffen, die uns noch liegen oder nicht liegen. Also wir haben festgestellt im letzten Kampf, dass die Sniper jetzt gerade im Moment nicht so gut für uns ist, oder wir müssen halt einfach besser werden mit dem Snipern. Das kann auch sein. Oder eine bessere Sniper haben, sagen wir es mal so. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang, sind mal gerade Level 7 geworden. Haben noch etliches vor uns. Deswegen gucken wir mal, wo die Reise denn dahin geht. So. Zack, 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 zack. Kann man hier plündern überall. Aber mir hakt heute so ein bisschen das Plündern. Oder ich stehe nicht wirklich vor dem Objekt zu plündern. Da ist doch der Behälter, aber den habe ich doch schon. Sehe ich jetzt nicht. Was bedeutet das? Ich soll da hin. Na, die Frage ist, mache ich das jetzt eher oder? Weil hier den Behälter habe ich schon. Und ich gehe da mal helfen, mal gucken. Muss ich halt wieder zu dem einen Behälter gleich zurück. Hä? Das ist doch hier. Ah, da. Das macht sich einer in die Hose. Darauf habe ich mich gefreut. Nur ein kleiner Wachmacher. Alle haben eine Nachschubspürung geöffnet. Sich nähernde Feinde erkannt. Feinde haben eine Nachschublieferung geöffnet. Haut ab, ihr Scheiß. Nachschublieferung erkannt. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Und wo? Und da. Kann ich die jetzt öffnen oder nicht? Bergen. Oh, schau, sure. Zum Typ, ja. Da ist es. Alle Kisten sind leer. Nachschublieferung erfolgreich. Sich nähernde Feinde erkannt. Ich muss mal heilen jetzt. Keine Ahnung, was das jetzt hier wieder los ist. Was jetzt hier gerade im Moment wieder abgeht. War es das? Na? Okay. So, die wollten an meine Nachschubskiste hier. Da ist immer noch was. Ich bin immer noch Feindkontakt. Geht zu weit weg. Keine Munition mehr. Ja, ich bin da, ich bin da. Von hier aus treffe ich nicht. Wieso, wo sind die denn? Dann komm her. Kommst du denn her? Doof. Lass uns in Ruhe. Ich
So. Jetzt bin ich natürlich wieder meilenweit von meinem Dings weg. Sie sind besiegt. Ja. Bitteschön. Ich helfe später gerne. Jetzt muss ich natürlich wieder zurück zu meinem Punkt, zu meinem Ursprungspunkt. Der war nämlich da. Und dann muss ich zur Mission. Und Munition wäre auch mal nicht schlecht. Ein bisschen. Das wäre jetzt wirklich mal nötig. Ein bisschen Munition. Hallo? Bin gerade am gucken, aber ich glaube auch schon wieder falsch, glaube ich, ne? Am gucken, ob man hier nicht tatsächlich Kisten. Och, ich wollte es denn hier schon wieder los. Oh. Lauf da einfach so rein. Ohne Verstand und ohne Wenn und Aber. Reparatur jetzt mit. Also die letzte Zeit haben wir unsere Suchdrohne nicht genutzt, ne? Aber die levelt doch irgendwie nicht auf, bin ich der Meinung. Also, normal muss sie doch Level 2 werden, oder nicht? Warum muss ich das jetzt manuell machen? Da bin ich mir auch nicht sicher. Mal hier hinten. Hier Loot ist. Bestimmt Loot. Aha. So, da haben wir wieder eine andere Sniper. Könnte man auch mal probieren, aber wie gesagt, unsere Erfahrungen mit Sniper waren jetzt nicht so gut. Gucken wir gleich in Ruhe in der Base nach. Aber bisher ist unser Loot Glück nicht wirklich rar. Also, wir haben raren eine rare Drop-Chance, sag ich mal, ja, also wenn ich andere sehe, die machen eine Kiste auf, haben da das Item, da das Item und wir müssen uns hier wirklich einen abackern. So, das war auf jeden Fall Multikill. So, wo ist mein Behälter? Der ist da drin. Und dann gehen wir da jetzt rein, ne? Kenn ich ja nix. Frage ist, wie komme ich da rein? Da. Wo ist die Tür? Noch schnell hier looten. Mach mal auf den Bums hier. Alles Waffen, die wir nicht brauchen. Schlimm. Projekt beendet. Okay, nach den Projekten sollten wir auch mal Ausschau halten. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Oh. Da vorne liegt es.
Schön, deine Stimme zu hören, Henry. Wie ist die Lage bei euch? Nicht schlecht. Sogar ziemlich gut. Leuchtet noch uns das Mensch, hier. Ja, hier auch. Seit der neue Agent da ist, scheinen wir etwas mehr Luft zum Atmen zu haben. Habe ich schon das gehört, die Nachricht. Und darum geht es ja schließlich auch. Indirekt. Ich wollte dir sagen, dass wir dir ein kleines Care-Paket schicken. Ein Care-Paket? Wir hatten eine gute Ernte und unser Winterlager ist jetzt schon ordentlich gefüllt. Deshalb wollten wir die Ausbeute teilen. Das ist sehr aufmerksam und großzügig, Henry. Wir werden einen Weg finden, uns erkenntlich zu zeigen. Das braucht ihr nicht. Es ist ein Geschenk. Genießt es. Okay. Verstanden. Danke. Bitte. Nachbar. Wie konnte das jetzt wieder so schnell eskalieren hier? Ein bisschen Ruhe, aber da hinten ist ein Kopfgeld. Links, ne? Dann nehmen wir die jetzt mal wahr. Kopfgeldmission. Würde ich nämlich gerne tun und machen noch und erledigen vor allen Dingen. Das ist wieder ein Gerät. Das ist nicht richtig, Odessa. Vielleicht. Kann sein. Aber ich muss es tun. Du kannst nicht aufgeben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Sie haben eine Ausnahme für mich gemacht. Normalerweise nehmen sie niemanden mit Familie. Aber bei mir waren sie sicher, dass meine Prioritäten richtig liegen. Ich verstehe ja, warum du zweifelst. Ich zweifle nicht. Ich bereue. Fühle mich schuldig. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass ich das richtig tue. Und genau das glaube ich dir nicht. Mein Mann ist tot. Vielleicht hätte ich es verhindern können. Er wollte, dass ich bleibe, um Eleanor zu beschützen. Aber ich sagte, ich hätte mein Wort gegeben. Hätte Pflichten. Ich hatte mein Wort gegeben. Ich hatte Pflichten. Okay. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Zugangsschlüssel entdeckt. Meine Waffe ist bereit. So, komm, Drohne, mach mal was. Ja, warum sehe ich das nicht? Sehr schön. Aber sind noch mehr, ne? Geiselnahme in der Nähe. Ach, eine Geiselnahme auch noch. Ich komme auch keinen Meter weiter, ne? Ich warte auf Sie. Gucken wir erstmal jetzt den Zugangsschlüssel. So. Was das? Aber wo ist die Geiselnahme denn? Dann gehen wir jetzt erst zur Kopfgeldmission. Ein bisschen Munition wäre noch nicht schlecht.
bevor ich da unten in die Kopfgeldmission reinjumpe. Kiste offen. Geiselnahme in der Nähe erkannt. Was ist mit der Geiselnahme? Ist sie vorbei? Ja, ne? So, ich sollte mehr Projekte unterstützen. Jetzt kann ich hier wieder reingehen und looten, ne? Immer dasselbe Spiel. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Jetzt erst zur Dings. Guck mal, der Hund, der will mir da uns was zeigen, oder? Hat auf mich gewartet. Bringt er mich jetzt dahin? Lass den Hund mal laufen. Ich kümmere mich mehr um die Geiselnahme. Da lag eine Aber nein, war kein. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Ja, ich hol mir den. Wir müssen dafür rein, ne? Aber da sind jetzt erstmal hier draußen welche. Machen wir eben platt. So, komm, dann gehen wir da rein. Haben nicht so viel Zeit. Dann holen wir uns den Bösewicht. Der meinen Namen spricht. Aber wo finde ich den? Warte mal, das ging doch hier. Beim letzten Mal ging es hier rein, ne? Komm ich jetzt nochmal runter? Da muss hier wo runtergehen? War irgendwas? Also. Oh, oh. Kleiner Drecksack. Oh oh. Oh oh. Heil mich, heil mich. Oh oh. Warum kann ich nicht laufen?
Warum ist jetzt schon wieder alles hier? Heimisch. So. Komm, mach dich kaputt da. Da geht er doch down, komm. Ziel neutralisiert, sehr gut. Da hat er was Schönes droppen lassen. Das wird dem noch leid tun. Scheiß Dings da. Kann ich mich heilen? Ich muss mich heilen. Kann mich nochmal heilen. So. Wieder einer weniger. Gute Arbeit, Agent. Puh. Das war jetzt aber kritisch. Aber hier haben wir erstmal was Cooles bekommen. Wir nehmen es mal so. Also das hat sich doch jetzt mal richtig gelohnt, die Kopfgeldmission, oder? Ich denke mal, hier haben wir nichts mehr. Und wir können uns mal zur Basis zurück teleportieren. Dann gucken wir uns mal die Basis an, was wir da machen können. Wir haben jetzt so viele Punkte nochmal. Zwei von acht Fähigkeiten, okay. So, gucken wir mal. Nicht so gut, meine Drohne ist ein bisschen schwach. Kann ich die ein bisschen verbessern? Können wir das mal freischalten? Reparaturdrohne denn? Wobei, diese Schadensdrohne macht schon Sinn, ne? Mal gucken weiter. Was ist sinnvoll? Was ist das denn? Schwere Kopfgeldeinsätze? Das brauche ich. Brauche ich mehr Platz im Inventar? Habe ich bisher nicht erlebt, dass die voll war, mein Inventar, ne? Also wir haben die Munition. Vielleicht zusätzliche Granaten. Granaten schmeiße ich recht wenig, ne? Aber Reparatursets wären doch wahrscheinlich mal nicht schlecht, oder? Das machen wir mal. Dann haben wir ein zusätzliches Reparaturset dabei. Was ist hiermit? Ne, das finde ich nicht so wichtig. Das Zielobjekt. Wie gesagt, wir hatten ja das eine probiert. Wir können hier den Mod freischalten. Mündung. Komm, das nehmen wir mal mit. Gucken wir mal. Da gehe ich aber später nochmal rein. Was haben wir hier? Anfertigung. Das erhöhe ich mal. Ich weiß halt nicht, was ich hier für Vorteile nehmen soll. Hätten wir 1, 2, 3, 4, 5 rein theoretisch. Beziehungsweise 4 müssten wir jetzt haben. Ne? Ich habe noch genug. Wiedersehen. Kann ich hier sonst noch was öffnen? Wird trotz allem meine Drohne einmal verbessern, oder? Ich teste das einfach mal. Möchte aber die haben, ne? So. Aber die ist jetzt auch nicht höher gegangen, die Drohne.
Haben wir noch 4. Komm, die gehen wir auch aus. Was soll's? Inventarplatz um 20 erhöht. Weiß ich, ob ich das so sinnvoll finde. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wo war das mit dem? Nehmen wir das mal hier mit. So. Dann hätten wir jetzt noch einen. Aber den hebe ich mir halt auf, ne? So, jetzt gucken wir erstmal unser Inventar. Wir haben jetzt so viel Zeugs bekommen. Was besser ist. Also, das ist ja eine gute Waffe. Die können wir mal zerlegen, oder? Wobei, die AUG würde ich auch gerne mal probieren. Ne, warte mal. Die ausrüsten. Auf. Wie könnte ich dem denn sagen, auf. Muss ich so hier rein, ne? Rüsten wir mal die AUG aus. Einfach mal nur, um zu testen, ne? So, die könnten wir schon mal zerlegen. Dann werden wir die hier zerlegen. Damit wir genug Komponenten haben und uns später selber welche machen. Die M4 Polizeiversion. Die würde ich gerne mal halten. Die werden wir auf jeden Fall löschen. Beziehungsweise zerlegen. MG5 werden wir zerlegen. Model 700. Hier können wir aber den Mod auf jeden Fall runterholen, ne? Ablegen, zurück. Zurück und dann können wir die jetzt zerlegen. Da ist auch ein Mod drauf. Ich glaube, wir brauchen den nicht immer runterholen, oder? Bin mir da nicht ganz sicher. Zerlegen. Und hier die kleine können wir jetzt mittlerweile auch zerlegen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, die Polizeivariante möchte ich mal halten. Bekleidung. Haben wir was Neues bekommen, ne? Halstüch. Hier die Marke. Ich glaube, die passt besser zu uns. Ausrüstung. Zurück. Inventar weiter. So, wir haben Stufe 3 und hier gibt es schon Stufe 6. Okay, wir kämen auf 408er. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Plus Rüstung oder plus Fertigkeiten? Ah, das ist, glaube ich, jetzt müsste meine Drohne denn Rang 2 sein. Warte mal, ausrüsten. Jetzt müsste die Rang 2 sein, ne? Und dann kann ich das zerlegen. Muss ich den Mod da auch immer runterholen? Der ist eh leer. Okay, warte mal. Also hier zerlegen. Gibt es hier nicht eine Filteroption, alle zerlegen oder so? Ja, allen Schrott zerlegen, da habe ich es doch. Ah, warte mal, jetzt haben wir die Polizeivariante, glaube ich, auch gekillt, ne? Zerlegen. So. Pass mal auf, ich habe garantiert die Polizeiwaffe jetzt auch zerlegt, ja. Ja, okay. Weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Mal hier mal rein, 5, Stufe 6. Hier haben wir natürlich bessere Sachen, dann können wir hier zerlegen. Hier haben wir noch eine Kiste, die wir aufmachen können.
mal wieder zerlegen gehen. MK16. Wie gesagt, ich bin noch am Testen, welche Waffen für mich so besser sind, ne? Sollen wir die hier mal einfach testen? Ich lasse die jetzt mal gegenüber dem LSW, nehmen wir die mal, die MK16. Einfach mal, um zu testen und gucken mal direkt, wenn wir da Mod drauf basteln. Haben wir da passende Mods? Nein, haben wir nicht. Können wir ja mal gucken, ob wir da was basteln können. Hier haben wir noch nichts, da haben wir nichts. Dann haben wir das auch soweit. Masken haben wir, glaube ich, schon bessere jetzt. Ne? Ja, hier haben wir wieder, kriegen wir mehr Rüstung. Können wir die hier auch zerlegen. So, das war's, glaube ich, ne? Ressourcen. Mündungsmods. Die müsste ich doch denn jetzt draufbauen können. Mündungsmods. Ah, ja, da habe ich den. Ja. Mündungsmod. Da haben wir nichts und hier können wir nur das Große wieder draufbauen. Das will ich ja nicht. Halt, stoppt aber noch was, was wir bauen könnten. Mod. Ja, ne? War doch das bessere Magazin. Sehr gut. Und hier die AUG können wir auch mal probieren. Mod. Mündungsdings können wir da draufsetzen. Oh, die AUG, die hat aber auch viele Ausrüstteile, ne? Da haben wir... auch noch nicht. So, dann haben wir die zwei Waffen mal. Die testen wir einfach mal. Ich habe noch was vergessen. Wir hatten, glaube ich, eine bessere Pistole bekommen, oder? Ah, die haben wir schon angelegt. Dann können wir die hier zerlegen. So, dann gehe ich mal oben zur Werkbank. Einfach mal nur zum zu gucken. Große Auswahl. Das gibt's nur bei mir. War die Werkbank jetzt nochmal? War hier unten, glaube ich. Ja. Ein weiter und dann hier links. Ja. Tut mir leid, ich habe nichts da. Aber Sie können gern die Fertigungsstation nutzen. Und das ist eine Blaupause, ne? Aufmachen. Zu Träume, die haben wir jetzt gekauft. Mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte. Ich hätte ja gerne die Stinger, ne? Aber die kriegt man ja nur durch ein Freundschaftsempfehlungsprogramm, habe ich so verstanden. Ramas. Ich kann hier noch nichts craften. Ich muss weiter in eine Kampagne kommen. Aber hier so ein Holovisier wäre doch mal nicht schlecht, oder? Das hätte ich gerne mal. Und Nebenmission Belohnung. Ach, es tut so gut, sich mal hinzusetzen. Mein Rücken tat so weh. Hier können wir was machen. Scharfschützenmagazin. Das brauche ich nicht anfertigen. Warum? Hier brauche ich auch nicht hin. Können wir einmal anfertigen. Warum nicht? Gucken, wofür wir es mal gebrauchen können. Fünf kritischer Treffer. Unbekanntes Schild. Wartet mal. Da nochmal zu. Vom Händler verkauft. Benötigt Materialien, Schutzstoff, Dings. Okay. Dann muss ich da wahrscheinlich kaufen gehen. Und hier muss ich ab und zu mal immer reingucken. Wie gesagt, ich habe ja jetzt diese komische Blaupause da gekauft.
Sehr schön. Dann würde ich jetzt vielleicht mal rüber. Also ich bin mal auf. Was hat der denn, was ich will? Du kannst nichts haben, das, was ich möchte. Das geht nicht. Mit Ihnen handle ich gern. Ich gehe mal jetzt rüber zum. Zur Siedlung. Schnell noch. Wir haben hier immer noch was offen, ne? Beziehungsweise komme ich hier auch an meine Projekte ran. Geh mal hoch. Komm doch hier garantiert auch an meine Projekte. Oder nicht? Oder zu meinen Projekten. Hier ist die Essenskammer, ne? Beziehungsweise Labor, also das medizinische Labor. Was haben wir denn hier? Hier ist die Kantine, hier ist das medizinische Labor, was ich gerade gesagt habe. Okay. Dann können wir hier hinten durchgehen. Kommen wir da wieder raus. Ne, hier können wir unsere Projekte, glaube ich, nicht steuern. Karte. Ne, okay, komm, dann lass uns rüber. Siedlung. Schnelle Reise. Das war schönes zu verkaufen, nee, ne? Nichts für mich. Ich habe aber auch nichts für dich. Einfach mal abge. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, ich möchte jetzt meine Projekte. Nachschublieferung in der Nähe. Projekte ansehen. Jagdgruppe ausrüsten, Bergungsteam. Die würde ich mir gerne. Brauchen die viel. Wir brauchen ein spezielles Team von Ingenieuren, die rund um die Uhr arbeiten. Wenn wir hier alles am Laufenden halten, geschweige denn etwas Neues bauen wollen, wir müssen ihnen Schutz und Essen bereitstellen, damit wir. Sie sehen gut aus, Agent. Okay, da kriegen wir den Griff, die Blaupause und hier kriegen wir Stromlinie offene Visier, ne? So, das würde ich mir gerne am Bildschirm taggen. Stahl spenden. Kann ich denn spenden? Wir würden jede Hilfe sehr begrüßen. Kann ich denn hier spenden? Nee. Achso, warte. Habe ich? Und jetzt brauche ich noch einen Brustpanzer spenden. Habe ich keinen. Okay, dann hole ich mir den. Nachschublieferung erkannt. Okay, sonst war hier oben nichts. Ne? Neuer Meilenstein erreicht. Anfertigung haben wir. Zurück. Den sollten wir machen, ne? Da müssen wir mal gucken, dass wir das noch erledigen. Okay. Dann hätten wir das auch soweit. Dann würde ich jetzt gerne den Nachschub machen. Beziehungsweise den Nebeneinsatz und dann hier den machen wir noch. Die in der Bibliothek lebt. Sie fürchten, dass die Hyänas etwas damit zu tun haben und bitten uns, die das beiden zu prüfen. Okay, dann machen wir das mal. Dann würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist zu Ende. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Bye-bye.